Endzeit. Kampf zwischen Licht und Finsternis. Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Laut Wikipedia wird als Endzeit die letzte Zeit vor dem Weltuntergang bezeichnet. Als Welt wird oft auch der von Menschen aufgebaute Materialismus verstanden. Deshalb wird meist jemand weltlich genannt, der vor allem auf diesseitige, äußere Werte bedacht ist. Das würde bedeuten, dass bei einem Weltuntergang nicht die Erde als Planet untergeht, sondern lediglich das, was mit einer nur auf Besitz und Gewinn bedachten Einstellung dem Leben gegenüber von Menschen aufgebaut wurde. 2015 erschien der Song »Und wir singen im Atomschutzbunker«. Hurra, die Welt geht unter, auf den Trümmern das Paradies. Von der deutschen Hip-Hop-Formation KIZ. Dieser Rap-Song mag vielleicht nicht für alle Ohren ein musikalisches Highlight sein, aber offenbar trifft der Text genau den Nerv der Zeit und die Sehnsucht junger Menschen. Denn das Video mit deutschem Text wurde seither im Netz über 60 Millionen Mal angeschaut. Warum? Das Lied beschreibt eine postapokalyptische Welt, in der das vorherige System durch Bomben zerstört wurde. Die modernen Gesellschaftsordnungen gelten nicht mehr. Es entsteht eine sichere und ökologische Welt, frei von Armut und sozialen Klassen. Offensichtlich sehnen sich viele junge Menschen nach einer solchen Welt. Einige Zeilen aus diesem Lied mögen dies illustrieren. Wir danken dieser Bombe vor 10 Jahren. Bitte, Herr, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Seit wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel sowie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, wirf mal noch eine Bibel rein. Die Kids gruseln sich, wenn ich erzähle vom Papst. Und wir singen im Atomschutzbunker, hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Dieser Textausschnitt zeigt die Freude über die Zerstörung der alten Welt mit veräußerlichten Religionen und dem Raubtierkapitalismus im Allgemeinen. Es zeigt auch die Freude über die Chance, dass jetzt endlich eine andere, eine neue Welt aufgebaut werden kann, wie es im Refrain heißt, auf den Trümmern das Paradies. Tatsächlich ist dieser Wunsch gar nicht so aus der Luft gegriffen. Verkünden doch viele alte und aktuelle prophetische Schriften und Überlieferungen von Sehern genau dieses Szenario, dass die alte Welt zerstört werden wird und auf den Trümmern von Babylon eine neue Welt entstehen wird. In dieser Dokumentation werden einige Texte von Sehern und Propheten in den Kontext der heutigen Zeit gestellt, um zu sehen, ob diese Zeit, die Endzeit genannt wird, schon begonnen hat oder ob wir uns sogar schon mitten in dieser Umwälzung befinden. Johannes von Jerusalem ist der Name eines Sehers, der im Mittelalter lebte. Ihm werden Prophezeiungen für die Zeit nach dem Jahr 2000 zugeschrieben. Die Prophezeiungen sollen im KGB-Archiv der Lubjanka, dem Archiv des sowjetischen Geheimdienstes in Moskau, vom russischen Professor Galwieski wieder aufgefunden worden sein. Dorthin habe man sie seinerzeit nach der Schließung des Klosters von Sagorsk gebracht. Die gefundenen Niederschriften sollen bis in das 14. Jahrhundert datiert werden können. Später wurde im selben Kloster ein dazugehöriges Manuskript, ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert, gefunden, das einiges über den Seher selbst aussagt. So soll er 1042 geboren und 77 Jahre alt geworden sein. Johannes habe sich oft in die Wüste zurückgezogen. Wörtlich, er war dort, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen.
Was auch immer diese Zeilen bedeuten mögen, das Verhalten der Menschen in der Endzeit wird in den überlieferten Schriften dieses Sehers zum Teil so lebensnah geschildert, dass man fast nicht glauben kann, dass sie bereits vor fast 1000 Jahren geschrieben wurden. Hören wir einige Verse daraus, die bestimmte Verhaltensweisen von Menschen in unserer Zeit aufzeigen, die damals wohl undenkbar waren. So hat er zum Beispiel in seiner Vorausschau die sexuellen Verhaltensweisen und Vorlieben vieler Menschen in der Endzeit gesehen und wie folgt beschrieben. Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, wird jeder versuchen, so viel Genuss zu erreichen, wie er kann. Der Mann wird seine Frau so oft verstoßen, wie er sich verheiratet. Und die Frau wird durch hohle Gassen gehen und sich jeden nehmen, der ihr gefällt. Und Kinder gebären, ohne den Namen des Vaters zu nennen. Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, wird der Vater seine Tochter zu seiner Lust nehmen. Der Mann den Mann, die Frau, der Alte das Kind. Das wird vor aller Augen geschehen. Der folgende Vers betrifft die Vernetzung der Medien und dadurch die weltweite Verbreitung von Nachrichten. Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, wird jeder wissen, was an allen Enden dieser Erde ist. Wird man Kinder sehen, deren Knochen die Haut durchstoßen, und solche, deren Augen von Fliegen bedeckt sind, und solche, die gejagt werden wie Ratten. Doch der Mensch, der dies sieht, wird sein Gesicht abwenden, denn er kümmert sich nur um sich selbst. Er wird ihnen eine Handvoll Korn als Almosen geben, während er auf vollen Säcken schläft. Und was er mit der einen Hand gibt, wird er mit der anderen wieder nehmen. Besser könnte man das Problem der Wohlstandsländer und der Dritten Welt kaum darstellen. Die Texte des Sehers werden noch bildhafter. Der 11. Vers zeigt die Verirrungen einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, bei der alles über Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, wird der Mensch mit allem Handel treiben. Jedes Ding wird seinen Preis haben, Baum, Wasser und Tier. Nichts wird mehr wahrlich geschenkt sein und alles wird verkauft werden. Doch der Mensch wird dann nicht mehr sein als das Gewicht seines Fleisches. Sein Körper wird feilgeboten werden wie ein Pfund Fleisch. Sein Ohr und sein Herz wird man nehmen. Nichts wird mehr heilig sein, weder sein Leben noch seine Seele. Man wird sich um seine sterbliche Hülle und um sein Blut streiten, als wolle man Aas zerfetzen. Jedes einzelne Wort dieser Prophetie sagt sinngemäß die Wahrheit. Zwei gesunde Lungenflügel bringen am meisten Geld. Die Versicherer schätzen ihren Wert auf 116.400 Euro. Der Wert einer Niere wird auf etwa 92.450 Euro geschätzt. Der Darm soll immerhin noch 69.600 Euro wert sein. Ein Herz wird nur auf 57.000 Euro veranschlagt. Der Wert eines ganzen Leichnams kann horrende Summen erreichen. Auf den weltweiten Schwarzhandel mit Organen und deren Folgen wollen wir hier nicht näher eingehen. Im 18. Vers sieht der Seher voraus, wie in der Endzeit aus verschiedenen Gründen Föten abgetrieben werden. Oft weibliche Föten, weil diese in bestimmten Ländern wirtschaftlich, zum Beispiel bei einer Verheiratung, weniger Geld bringen. Im Westen werden Föten auf Krankheiten geprüft, um sie gegebenenfalls abtreiben zu können. Wörtlich schrieb er, wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, werden die Menschen sich nicht mehr dem Gesetz Gottes unterwerfen. Sie werden das Leben wie ein Reittier lenken wollen. Sie werden ihre Kinder im Leib ihrer Weiber wählen wollen und die töten, die sie nicht mögen. Doch wer wird der Mensch sein, der sich so für Gott hält? Der 19. Vers handelt von geheimen Bünden dunkler Mächte, die mit Blutlinien untereinander verbunden sein sollen, um die Weltherrschaft anzustreben.
Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, wird es eine dunkle und geheime Ordnung geben. Ihr Gesetz wird der Hass sein und ihre Waffe das Gift. Sie wird immer mehr Gold wollen und ihre Herrschaft über die ganze Erde verbreiten. Und ihre Diener werden untereinander durch einen Kuss des Blutes verbunden sein. Die Gerechten und Schwachen werden ihren Regeln gehorchen, die Mächtigen werden ihr zu Diensten sein. Das einzige Gesetz wird das sein, welches sie im Schatten diktiert. Im nächsten Vers geht es um die Einstellung des Menschen zum Tier, der diese meist nur als Sache ansieht, wie einen Klumpen Lehm behandelt und weltweit zu Milliarden abschlachtet. Viele sind inzwischen auch gentechnisch verändert, gezüchtet oder gar geklont. Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, werden die Tiere, die Noah in seine Arche aufgenommen hat, nicht mehr in den Händen des Menschen sein, der die Tiere nach seinem Willen verändert hat. Und wer wird sich um ihr nicht enden wollendes Leid kümmern? Der Mensch wird jedes Lebewesen so gestalten, wie es ihm gefällt. Und er wird unzählige davon getötet haben. Was wird aus dem Menschen werden, der die Gesetze des Lebens verändert hat, der aus dem lebenden Tier einen Lehmklumpen machte? Der erste Satz wirft Fragen auf. Was will der Seher sagen, wenn er schreibt, die Tiere werden nicht mehr in den Händen des Menschen sein? Ziehen sich Pflanzen und Tiere von diesem Planeten zurück? Tatsächlich stellt die Wissenschaft fest, dass sich aktuell jeden Tag etwa 150 Arten Tiere und Pflanzen von dieser Welt verabschieden und nicht wieder zurückkehren. Das sind jeden Monat ca. 4500 Tier- und Pflanzenarten. Im Jahr über 1,5 Millionen Arten. Das zählt der Seher für ein klares Zeichen der Endzeit. Beim folgenden Vers geht es um Täuschung und Manipulation. Der Seher schreibt von Trugbildern, die zum Leben erweckt werden, um damit mit den Menschen ihr Spiel treiben zu können. Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, werden die Menschen Trugbilder zum Leben erwecken können. Er wird sich in falschen Labyrinthen verlieren. Jene, welche die Trugbilder zum Leben erwecken können, werden mit dem gutgläubigen Menschen ihr Spiel treiben und ihn betrügen. Und viele Menschen werden zu unterwürfigen Hunden. Wird er das Ebenbild Gottes oder das Kind des Teufels sein? Hier könnte es sich um eine virtuelle Welt handeln, die mit speziellen Brillen, vor allem bei Computerspielen, erlebt werden kann. Es gibt Jugendliche, die so in eine Fantasiewelt flüchten und so den Bezug zur Realität immer mehr verlieren. Es könnte sich aber auch um Massensuggestion handeln, die über die Medien weltweit verbreitet wird. Ein drastisches Beispiel könnte das Ereignis sein, bei dem in den USA zwei Hochhäuser einstürzten, ein Anschlag auf das Pentagon verübt wurde und ein Flugzeug abstürzte. War alles Wahrheit? Oder nur Halbwahrheit? Oder war es gar Täuschung? Sind wir bereit, heute, nach über 20 Jahren, kurz die Bilder noch einmal kritisch anzuschauen, die Milliarden Menschen durch die Medien damals gezeigt wurden? Schauen wir sie mit dem heutigen Bewusstsein noch einmal kritisch an. Ein Verkehrsflugzeug kann man mit einer Getränkedose vergleichen. Seine Außenhaut aus Aluminium ist leicht verletzlich. Schon ein einziger Vogel kann an einem Flugzeug einen großen Schaden verursachen und es sogar zum Absturz bringen. Ein Test, bei dem ein ferngesteuertes Verkehrsflugzeug in eine Betonmauer raste, ließ das Flugzeug total zerschellen. Die Mauer blieb heil. Anders im September 2001. Wenn man die Videos Bild für Bild noch einmal genau anschaut, sieht man, wie ein Flügel bereits im Gebäude verschwunden ist, ohne den geringsten Schaden zu verursachen. Wie kann das sein?
Diese Bilder stammen aus Live-Ausstrahlungen vom Unglückstag und zeigen, wie ein Aluminiumflugzeug in einem Stahlhochhaus versinkt, als ob es aus Butter wäre und auf der anderen Seite wieder unbeschädigt herauslugt. Unglaublich. Auf der einen Seite sieht man, wie die Nase des Flugzeuges, das durch viele Stahlträger und Wände geschossen kam, einige Meter aus dem Gebäude ragt. Und dies ohne Beschädigung. Wenn man die Nase beim Eintritt mit der Nase beim Austritt vergleicht, gibt es solche Wunder wirklich? Wir wollen hier niemanden beeinflussen und jeder soll sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Wir kennen die exakte Wahrheit nicht. Wir wissen also nicht, was tatsächlich genau passiert ist. Noch interessanter wird es, wenn man dieses Loch in der Mauer des Pentagon sieht. Nach offizieller Darstellung schoss hier ein riesiges Verkehrsflugzeug hinein. Dieses Foto entstand 20 Minuten, bevor der Hausteil zusammenstürzte. Das Bild wurde von vielen als Fake bezeichnet, da man einhellig der Meinung war, dass niemals eine Boeing 757 der American Airlines mit einer Spannweite von 38 Metern und einer Höhe von 13 Metern durch so ein kleines Loch hindurchfliegen könnte. Doch 2017 veröffentlichte das FBI 27 Archivbilder, die jahrelang verschollen waren und die nun zeigen, dass es genau so war. Man kann das Eintrittsloch in der Außenwand auf verschiedenen Aufnahmen deutlich sehen. Das sind Aufnahmen auf der offiziellen Website des FBI, also keine Fakes. Die Erklärung, dass 60 Tonnen Flugzeug, selbst die riesigen Triebwerke und der ganze Rumpf mit seinen 64 Passagieren zu nichts zusammengeschmolzen sei, scheint weltweit ein einmaliges Ereignis zu sein. Wörtlich, das Feuer habe sie pulverisiert. Wer einmal neben einem riesigen Triebwerk einer Boeing stand, der wird wohl der Versuchung nicht widerstehen können, sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Vor allem, wenn man auf den FBI-Fotos der ersten Stunde den Müll sieht, der die Explosion unversehrt überstanden hat. Jedoch nichts, aber auch gar nichts, was auf ein riesiges Verkehrsflugzeug und deren Passagiere mit ihren Koffern hinweisen könnte. Spiegel.de vom 7.9.2006 hat seine eigene Theorie von Physikern veröffentlicht. Zitat: Nach dem Aufschlag dürften sich die Flugzeugtrümmer beim weiteren Eindringen ins Gebäude eher wie eine Flüssigkeit als wie ein fester Körper verhalten haben. Das wäre endlich die Antwort auf alle Fragen. Das Flugzeug mit den Passagieren hat sich verdünnisiert und ist dann wohl einfach verdunstet. Wahrheit oder Täuschung? Ist es möglich, Milliarden Menschen einen Bären aufzubinden? Oder ist es wirklich so geschehen, wie die Medien und die Behörden sagen? Möge jeder selbst entscheiden. Auch der Absturz des vierten Flugzeuges wirft Fragen auf. Außer einer großen Mulde in einem Acker ist so gut wie nichts zu sehen. Üblicherweise findet man nach einem Flugzeugabsturz dieser Größe auch aus großer Höhe immer große Teile des Wracks und auch Leichen. Nicht so in diesem Fall. Das Verkehrsflugzeug sei zu Kleinstteilen zerschellt. Lediglich einige wenige Teile fand man. Da immer wieder Zweifel und Fragen auftauchten, schrieb das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 7.9.2006, 8 Monate nach dem Absturz durchsuchten 125 Freiwillige noch einmal die Umgebung. Selbst zu diesem Zeitpunkt fanden sie immer noch Trümmerstücke, Metall und Draht. Außerdem sammelten sie eimerweise menschliche Überreste. Da fragt man sich, warum erst 8 Monate später und eimerweise menschliche Überreste. Wie gesagt, mit ein wenig Abstand sieht man diese Bilder vielleicht mit anderen Augen als damals. Man muss aber deshalb nicht automatisch irgendwelchen Theorien anhängen. Aber ein wenig den gesunden Menschenverstand einzuschalten, kann kaum falsch sein. Es sei noch mal betont, bei dieser Dokumentation ist es wichtig, dass jeder selbst entscheidet, was er glaubt und was nicht. Jeder möge sich sein eigenes Bild machen. Das tun übrigens auch viele Amerikaner.
Laut einer Umfrage der New York Times glauben 53% der befragten US-Amerikaner, dass die US-Regierung etwas verheimlicht. 28% glauben, dass ihre Regierung größtenteils lügt. Nur 16% sind überzeugt, dass ihre Regierung die Wahrheit sagt. In Deutschland halten es nach einer Umfrage der Wochenzeitung Die Zeit 19% für möglich, dass die US-Regierung 9/11 selbst inszeniert hat. Bei den 18- bis 30-Jährigen waren es sogar 31%. Bei fast 3000 Opfern eine wahrhaft schreckliche Vorstellung. Gerade heute muss man sehr wachsam sein, um zu erkennen, was Lüge und Täuschung ist oder was der Wahrheit entspricht. Denken wir nur an Corona. Den Bürgern wurde immer wieder versichert, dass die Impfung keine Gentherapie sei, lediglich ein kleiner Pieks. Wer etwas anderes behauptete, war verantwortungslos und viel schlimmer. Doch wenn die Verantwortlichen unter sich waren, dann klang es schon mal ganz anders. So zum Beispiel, als der Bayer-Manager Stefan Oelrich als Gastredner beim internationalen Treffen des World Health Summit im Oktober 2021 Folgendes sagte. Sind ein Beispiel für diese Zell- und Gentherapie. Ich sage immer, hätten wir vor 2 Jahren der Öffentlichkeit eine Gen- oder Zelltherapie angeboten und hätten gefragt, würden sie sich eine injizieren lassen, sehen wir uns mit einer 95%igen Ablehnungsrate konfrontiert. Diese Pandemie hat Menschen die Augen für Innovationen geöffnet, wie sie in der Vergangenheit nicht möglich waren. Was ist nun wahr? Möge sich wieder jeder selbst seine Meinung bilden. Zu diesem Thema passt auch die Frage, wie ist die Berichterstattung im Westen über den Krieg in der Ukraine einzuschätzen? Ist sie neutral oder ist sie einseitig? Vor allem über die Vorgeschichte und die Gründe des Krieges wird nicht oder kaum berichtet. Der amerikanische Ex-Senator Richard Black kümmert sich nicht um eine Political Correctness, also darum, was er sagen soll oder darf und was nicht. Ausführlich nahm er zum Krieg in der Ukraine in Videos Stellung. Ex-Senator Richard Black ist nicht irgendjemand. Er fungierte als Leiter der Army's Criminal Law Division im Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. Im Februar 1998 wurde er in das Abgeordnetenhaus in Virginia gewählt und gehörte diesem von 1998 bis 2006 an. Am 8. November 2011 erfolgte seine Wahl in den Senat von Virginia. Wir wollen seinen Aussagen einigen Platz einräumen. Auch deshalb, weil dieser Angriffskrieg von Russland mit seiner jahrelangen Vorgeschichte ein wichtiger Abschnitt im Endzeitdrama sein könnte. Hier einige Ausschnitte und wörtliche Zitate aus seinem Video. Es ist uns egal, den Vereinigten Staaten und der NATO ist es egal, wie viele Ukrainer sterben. Weder die Zivilisten, die Frauen, die Kinder, noch die Soldaten. Es ist uns egal. Es ist ein großes Fußballspiel geworden und es ist uns egal, wie viele unserer Spieler auf dem Spielfeld verkrüppelt werden, solange wir nur gewinnen, erklärt der ehemalige Senator zum Krieg in der Ukraine. Ist diese Aussage ein Fake? Es kommt einem so vor. Andererseits kann man den Fortgang des Krieges wahrscheinlich nur aus dieser Sicht überhaupt verstehen. Durch diese seltene Offenheit könnte man sich ein Bild davon machen, was in den Köpfen einiger Verantwortlicher vielleicht so vor sich gehen mag, die nicht müde werden, den Krieg mit allen erdenklichen Mitteln, ungeachtet des Leidens der Menschen, weiter anzuheizen. Sogar die Zeitung The American Conservative bemerkt zynisch, dass dieser Stellvertreterkrieg weitergehe bis zum letzten Ukrainer. Auch wenn diese Offenheit des Senators Black im ersten Moment erschreckt, könnte das folgende Zitat des bekannten SPD-Politikers Egon Bahr seine Aussage bestätigen, der im Jahr 2013 zu Schülern in einer Gedenkstätte sagte:
In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Der ehemalige US-Senator gibt auch ehrlich zu und freut sich offensichtlich, dass die fantastische Menge an Waffen, die die USA an die Ukraine liefern, dazu führen, dass die Aktien einiger US-Waffenhersteller aktuell stark steigen. Er glaube aber nicht, dass dieses letztendlich etwas am Ergebnis ändern wird. Wie Egon Bahr treffend sagte, es geht nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Black machte auch keinen Hehl daraus, wie der Krieg entstanden ist und dass Amerika nie Interesse an einem Frieden hatte. Zitat: Präsident Putin macht einen verzweifelten Versuch, den Marsch in Richtung Krieg zu stoppen. Im Dezember 2021 ging er so weit, dass er der NATO konkrete schriftliche Vorschläge unterbreitete. Friedensvorschläge, um das, was sich anbahnte, zu entschärfen. Denn zu diesem Zeitpunkt zog die Ukraine Truppen zusammen, um den Donbass anzugreifen. Und so versuchte er, dies zu verhindern. Und die NATO hat es einfach abgetan, hat es einfach ignoriert, hat es nie ernst genommen, ist nie in ernsthafte Verhandlungen gegangen. Und offensichtlich hat Black recht. Laut einem Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 3.3.2022 begann die ukrainische Armee Ende Mai 2014 eine Antiterroroperation. Die Offensive habe in den Donbasskrieg gemündet. De facto herrschte in der Region seit 2014 ein Krieg, der rund 14.000 Todesopfer forderte. Insofern bestätigt dieser Artikel die Aussage des Ex-Senators. Putin nennt dies einen Genozid und für ihn der Grund, warum er den Befehl gab, einzumarschieren. Immer größere Kriegsgräuel sind nicht mehr auszuschließen. Egozentrische Menschen werden alle Mittel einsetzen, um zu gewinnen und ihr Gesicht zu wahren. Leider sind viele der verantwortlichen Politiker ähnlich gestrickt und, so scheint es, offensichtlich bar jeglichen gesunden Menschenverstandes. So könnte sich die Gewalt von beiden Seiten hochschaukeln, bis eine atomare Katastrophe Wirklichkeit werden könnte, von der viele sehr sprachen. Dass ein Atomkrieg in Reichweite kommen könnte, darauf deuten unter anderem auch die auf Telegram veröffentlichten Worte von Dmitri Medvedev, dem ehemaligen Präsidenten Russlands, sowie aktuell stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. Er warnte unmissverständlich. Und dann werden die westlichen Nationen nicht mehr in ihren sauberen Häusern sitzen und darüber lachen können, wie sie Russland vorsichtig und stellvertretend schwächen. Alles wird um sie herum in Flammen stehen. Ihre Leute werden ihren Kummer in vollem Umfang ernten. Das Land wird in Flammen stehen und der Beton wird schmelzen. Und doch reden die engstirnigen Politiker und ihre dummen Denkfabriken nachdenklich ein Glas Wein in der Hand drehend darüber, wie sie mit uns umgehen können, ohne direkt in einen Krieg einzutreten. Was auch immer dies im Detail bedeuten mag, die Menschen wurden und werden vor der Möglichkeit eines Atomkrieges fortwährend hinreichend gewarnt. Was sagt Jesus über die Zeichen, die den Beginn der Endzeit anzeigen? An dem Feigenbaume lernet ein Gleichnis. Wenn seine Zweige zart und saftig sind und Blätter treiben, so wisset ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso, wenn ihr dies alles sehen werdet, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Matthäus Kapitel 24, Vers 32 bis 33. Wer also das weltweite Geschehen aufmerksam beobachtet, der wird erkennen, dass das Weltende seine Schatten vorauswirft. Er wird erkennen, dass diese gewaltigen Umwälzungen die Wirkung von ebenso enormen Ursachen sind, die die Menschheit selbst gelegt hat. Die betroffenen Menschen werden auf dieser Erde nicht mehr bestehen können und eine neue Zeit wird empordämmern und aufgebaut werden auf den Trümmern des alten Babylon. So die Essenz aller Propheten des alten und neuen Bundes.
Der Seher Alois Irlmeier, 1894 bis 1959, von Beruf Brunnenbauer aus dem bayerischen Freilassing, versuchte immer wieder Anhaltspunkte für den Zeitpunkt seiner Visionen zu finden. So sagte er einmal, wenn am Watzmann, einem Berg bei Berchtesgaden, der weiße Schneefleck zwischen den zwei Bergen nicht mehr zu sehen sei, dann stünde die große Finsternis bevor. Tatsächlich ist seit 2022 der weiße Gletscher nicht mehr zu sehen. Der zusammengeschmolzene Rest des Gletschers liegt unter Schutt begraben und ist nicht mehr sichtbar. Auch sah er, dass in der Endzeit Menschen in ein schwarzes Ding reinsprechen und auf diesem auch noch Spiele machen würden. Da er keinen Vergleich in seiner Zeit fand, sagte er, die Leute sprechen in eine Zubahnschachtel hinein. Dazu muss man wissen, die Firma Zubahn verkaufte damals Zigaretten unter anderem in einer zum Teil auch schwarzen, flachen, länglichen Metallschachtel. Wir haben eine gefunden und die hat genau die Dicke, Breite und Länge eines iPhones. Dies zeigt, dass Irlmeier tatsächlich in die Zukunft sehen konnte. Doch zurück zur Gegenwart. Ein Ende des Krieges scheint nicht in Sicht zu sein und ein Wille zu Friedensverhandlungen auch nicht. Jedenfalls, wenn man den Worten des Ex-Senators glaubt, der sagte, solange wir wollen, dass der Krieg weitergeht, werden wir diesen Krieg mit Ukrainern als Stellvertreter führen und wir werden ihn bis zum letzten ukrainischen Toten führen. Sehr wichtig scheinen auch die abschließenden Worte des Ex-Senators Black. Aber ich glaube nicht, dass die Ukraine etwas mit der Entscheidung über Krieg und Frieden zu tun hat. Ich denke, die Entscheidung über Krieg und Frieden wird in Washington, D.C. getroffen. Stimmt das? Werden Entscheidungen über Frieden oder Krieg im Ukraine-Krieg in den USA getroffen? Recherchen zeigen, dass seine Worte wohl stimmen. Wie die US-Fachzeitschrift Foreign Affairs berichtet, scheint die ukrainische Führung während der Verhandlungen mit Russland im April 2022 bereit gewesen zu sein, sich auf ein Abkommen mit Russland zu einigen, um den Krieg zu beenden. Doch die Verhandlungen wurden plötzlich abgebrochen. Der US-Journalist Branko Marketic, Redakteur des US-Magazins Jacobin, weist darauf hin, dass ein Besuch vom damaligen britischen Premierminister Boris Johnson wahrscheinlich der Grund dafür gewesen sei. Johnson habe so folgende Nachricht überbracht. Putin sei ein Kriegsverbrecher und müsse unter Druck gesetzt werden, statt mit ihm zu verhandeln. Und selbst wenn die Ukraine zu einem Abkommen mit Putin bereit sei, werde man diesen Weg nicht mitgehen. Die Hymne, die fast parteiübergreifend immer lauter gesungen wird, lautet »Frieden schaffen mit Waffen« und dies offensichtlich, ungeachtet, wie viele Menschenleben es kosten wird. Man könnte zynisch noch hinzufügen, egal, ob diese Welt dabei untergeht. Hohe Politiker schrecken nicht zurück, die Feindesliebe und den Pazifismus des Jesus von Nazareth als aus der Zeit gefallen zu bezeichnen und zu verhöhnen. Eine große Zeitung druckte gar den Titel »Pazifist ist, wer Panzer schickt«. Wer nicht für Waffenlieferungen plädiert, dem wird sogar fehlende Nächstenliebe zugesprochen. Allein das sollte in einer Zivilisation, die angeblich auf christliche Werte aufgebaut wurde, doch sehr zu denken geben. Spätestens hier sollten bei den Menschen die Augen aufgehen. Mahnende Hinweise kamen sogar vom ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger. Wir sollen Versöhnung wollen, nicht Dominanz. Die Dämonisierung Putins ist keine Politik, sondern Alibi für das Fehlen einer solchen. Die Ukraine soll kein Mitglied der NATO werden. Und Kissinger warnte die USA davor, sich angesichts aller fünf oder mehr oder weniger gescheiterten US-Kriege seit 1945 in einen weiteren Krieg zu stürzen, dessen Ende sie nicht absehen können. Doch auch diese Worte dieses sehr bekannten Mannes kommen ungelegen und wollen nicht gehört werden. Aber wie gesagt, jeder soll sich selbst ein Bild machen und entscheiden, was er glauben möchte und was nicht.
Jedenfalls ist für den Seher von Jerusalem mit gutgläubigen Menschen ein Spiel zu treiben, sie zu betrügen und so viele zu unterwürfigen Hunden zu machen, egal auf welchem Gebiet. Ein typisches Zeichen der Endzeit. Es kann sicher nicht schaden, einmal auch abseits der öffentlichen Meinungen, Fakten und Aussagen zu prüfen, um sich so selbst ein Bild zu machen. Es scheint sich eine, nicht zuletzt auch durch Entscheidungen von Politikern ausgelöste, wirtschaftliche Krise anzubahnen. Habeck erklärte bereits, da gab es noch keinen Krieg in der Ukraine und keine Sanktionen gegen Russland, dass er das russische Gas abdrehen wird, sobald er gewählt ist. Nicht zuletzt als Folge dieser Sanktionen könnte es bald zu hunderttausenden Betriebsschließungen kommen und zu höheren Preisen für Lebensmittel und anderen existenziellen Dingen. Cui bono? Wem nützt es? Dem Großteil der Bürger jedenfalls nicht. Doch die Schere zwischen arm und sehr reich wird weiter auseinandergehen. Es könnte sein, dass viele Menschen dadurch bald mit nichts mehr auf der Straße stehen. Das betrifft nicht nur die westliche Welt, sondern vor allem auch die dritte Welt. Wird es dadurch zu Aufständen der Unzufriedenen kommen? Der Seher von Jerusalem jedenfalls hat vor fast 1000 Jahren ein solches Szenario für die Endzeit prophezeit. Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt, werden viele Menschen vom menschlichen Leben ausgeschlossen sein. Sie werden keine Rechte, kein Dach und kein Brot haben. Sie werden nackt sein und nur noch ihren Körper haben zum Verkaufen. Man wird sie verstoßen, weit weg von den Türmen des Überflusses zu Babylon. Sie werden bedrohlich knurren in Schuld. Sie werden ganze Landstriche besetzen und sich vermehren. Sie werden die Weissagung von der Vergeltung hören. Und sie werden die hochmütigen Türme stürmen. Wenn man die Aussagen der verschiedenen Seher vergleicht, dann fallen einige markante Geschehnisse auf, die bei vielen Vorhersagen in ähnlicher Weise immer wieder vorkommen. Dazu ist aber zu sagen, dass die Menschheit auf einer, man könnte sagen, Zeitlinie oder Zeitband voranschreitet, bei dem sich jederzeit viele Abzweigungen auftun können. Das bedeutet, dass wenn sich das Bewusstsein der Menschen in irgendeiner Weise ändert, sich automatisch auch dieses Zeitband verzweigt. Die gesehenen Ereignisse am Horizont dieses Zeitbandes müssen also nicht so eintreffen, wie sie die Seher damals zu ihrer Lebzeit am Horizont sahen. Es kann alles anders oder sogar ganz anders kommen. Dies ist wichtig zu wissen. Das sagte auch Irlmeier, dass seine Visionen nicht unbedingt eintreffen müssen, weil dies vom Verhalten der Menschen abhänge. Er sagte, wenn man viel betet, kann man viel aufheben, was eigentlich bevorsteht. Und er sagte auch, nach seiner Sicht hätte das alles schon viel früher sein müssen. Doch wie soll man sich in der Endzeit verhalten? Das persönliche Schicksal ist an das eigene Leben gebunden, das in der Seele gespeichert ist, und dies hängt zusammen mit unserem Empfinden, Denken und Handeln. Wenn wir mit Christus im Inneren verbunden sind, werden wir zur rechten Zeit am richtigen Ort sein. Das meinte Irlmeier wohl mit viel Beten. Es wäre sicher gut, wenn wir uns nicht emotional in die politischen Abläufe, die äußeren Geschehnisse oder in einen Krieg gedanklich oder gar persönlich zu stark hineinziehen lassen würden. Wir sollten also keine negativen Gedanken hegen oder sich für einen Krieg in irgendeiner Art einsetzen. Deshalb wäre wohl gut, alles mit ein wenig Abstand zu betrachten und niemanden als Feind sehen, sondern allen Menschen das Beste wünschen. Jesus sagte, liebet eure Feinde. Wenn wir dies ehrlichen Herzens anstreben und tun, haben wir vielleicht am ehesten die Gewähr, dass wir die kommenden Geschehnisse einigermaßen unbeschadet überstehen. Doch das ist allgemein gesprochen. Jeder hat sein eigenes Leben und seine eigenen Speicherungen in seiner Seele.
Auch wenn das für viele kein Trost ist, aber wir sollten auch nicht vergessen, unser Leben endet nicht mit dem Tod des Körpers. Die Seele ist unsterblich und geht ihren Weg in der jenseitigen Welt weiter und hat unter Umständen auch die Möglichkeit, sich wieder zu inkarnieren, wenn dies der Entwicklung dienlich ist. Um die Hintergründe für Kriege und andere Wirrnisse besser zu verstehen und einordnen zu können, hilft es, wenn man sich immer fragt, cui bono? Wem nützt es? Gibt es dunkle Mächte? Finstere Wesen, die Einfluss auf die Menschen ausüben und sie zu ihren Sklaven machen möchte? Gehen wir einmal davon aus, dass es solche Mächte oder wie auch immer man sie bezeichnen mag, wirklich gibt. Dann kann man davon ausgehen, dass diese vor allem von negativer Energie leben. Dann dürfte logischerweise das Ziel dieser Wesen sein, dass die Menschen möglichst viel von dieser negativen Energie produzieren und freisetzen. Dies würden sie tun, indem sie die Gottesenergie, die wir bekommen, heruntertransformieren, also Liebe in Hass umwandeln würden. Ähnlich wie im Kultfilm Matrix Teil 1, wo der Mensch für die zerstörerischen Mächte symbolisch gesehen nichts anderes als eine energiespendende Batterie ist, dessen Energie abgezogen werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt gesehen ist für diese Dunkelmächte ein Krieg, bei dem sich die Menschen oft bis aufs Blut hassen, einander töten oder große Angstenergie freisetzen, eine der lukrativsten Geschehnisse und ein großer Erfolg. Diese Mächte hätten dann wohl das Ziel, möglichst viele Menschenkörper als Helfershelfer zu haben, die solche brutalen Geschehnisse schüren und am Leben erhalten. Sie würden die Weltherrschaft nicht aus der Hand geben wollen und lieber, wenn sie erkennen würden, dass am Ende doch das Licht gewinnt, alles Aufgebaute zerstören und mit sich in den Untergang reißen wollen. Deshalb wäre für sie die weltweite Zerstörung durch einen Atomkrieg keine Fiktion, sondern eine Option. Diese Kraft würde nie das Gute wollen, sondern möchte immer nur quälen, zerstören und töten. Auch wenn ihre Lippen von Nächstenliebe reden würden. So haben sie es immer gemacht, durch die ganzen Jahrhunderte, während der Inquisition, der Hexenverbrennung, den Kreuzzügen und all den anderen Kriegen. Und sie würde, wie immer, mit intellektuellen Gedankenspielereien und Angstmache möglichst alle dazu überreden, mitzumachen. Und indem sie suggerieren würden, dass es zum Besten für alle wäre. Und es die einzige Alternative sei, dass man mutig und kein Feigling sein möge, dass man so für den Frieden kämpfe und dass dies die wahre Nächstenliebe sei, auch wenn es vielen schwer falle, und so weiter und so fort. Einen Sündenablass würden sie nicht mehr anbieten, das würde ihnen heute auch viele nicht mehr abnehmen. Aber sie würden sagen, wir müssen Opfer bringen. Opfer der Nächstenliebe für dieses hehre Ziel, für diesen sozusagen heiligen Krieg. Wenn das so wäre, dann wäre es wichtig, Lüge und Wahrheit zu erkennen, um diesen destruktiven, alles zerstören wollenden Mächten möglichst keine negative Energie zu liefern, auch nicht durch unsere Gedanken. Doch jeder ist frei, dieser Theorie etwas abzugewinnen oder sie zu verwerfen. Doch nun zu den bevorstehenden Ereignissen, die von vielen verschiedenen Sehern ähnlich gesehen und beschrieben wurden, aber immer, wie bereits erwähnt, mit dem Vorbehalt, dass sich dies alles nicht erfüllen muss, sondern nur eine Option ist, die die Seher aus ihrem damaligen Zeitfenster so gesehen haben. Es ist also immer nur ein Momentbild des Sehers zu seiner Lebzeit. Der österreichische Seher Gottfried von Werdenberg beschreibt in seinem Buch Vision 2004 die kommende Zeit mit erstaunlichen Details. Er will die Zukunft wie einen Film vor seinen Augen gesehen haben. Er habe gesehen, dass dem Dritten Weltkrieg eine Energiekrise vorangehe. Wörtlich, bevor der Dritte Weltkrieg beginnt, wird Russland die Lieferung von Öl und Gas an andere Länder einstellen.
Hinzu kommt ein zweiter militärischer Konflikt in der saudi-arabischen Region vor dem Dritten Weltkrieg. Auch sah er voraus, dass Deutschlands Wirtschaftskraft untergehen werde. Viele Seher sahen den Beginn des Dritten Weltkrieges zur Erntezeit, also Ende Juli oder Anfang August. Vorausgegangen seien in jenen Jahren zunächst eine Wirtschafts- und Bankenkrise, die bewirkte, dass man nur noch auf das Geld zurückgreifen könne, das man in bar besitze. Dann soll es als unmittelbare Folge wohl in den Wochen direkt vor dem Krieg zu größeren Unruhen in Italien, dort auch gegen die Kirche, in Frankreich und auch in Deutschland kommen. In jenem Jahr würde man in Europa jedoch vom Frieden sprechen. Umso überraschender werden die Russen dann angreifen und bis nach Holland vorstoßen. Sie würden dann aber von den Westmächten zurückgedrängt werden. Die Seher können die Hintergründe nicht sehen, zum Beispiel was Russland dazu bewogen hat, den Westen zu überrollen. Sie sehen nicht die Aktionen der NATO, die Jahr für Jahr immer näher vor der Haustür Russlands Raketen aufgestellt haben. Vor allem Alois Irlmeier sah die Russen nördlich und südlich in drei Angriffspfeilen durch Deutschland vorstoßen. Von Polen aus über Berlin, von Böhmen aus über Regensburg, dann Karlsruhe und weiter Richtung Schweiz, Frankreich nach Süden und von Thüringen aus über Schweinfurt und Würzburg wohl auf der A3 nach Frankfurt ins Rheinland. München und eventuell Wien sollen einigermaßen heil davon kommen, so einige Seher. Kriegsentscheidend soll ein gelber Strich sein, den die Amerikaner wahrscheinlich mit unbemannten Tarnkappendrohnen vom Nahen Osten aus zwischen Prag und der Nordsee legen werden. Irlmeier sagt dazu, die Flugzeuge werfen zwischen dem Schwarzen Meer und der Nordsee ein gelbes Pulver ab. Dadurch wird ein Todesstreifen geschaffen, pfeilgerade vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee, so breit wie halb Bayern. In dieser Zone kann kein Grashalm mehr wachsen, geschweige denn ein Mensch leben. Die Panzer fahren noch, aber die darin sitzen, sind schon tot. Dort, wo es hinfällt, lebt nichts mehr. Kein Baum, kein Strauch, kein Vieh, kein Gras. Das wird welk und schwarz. Die Häuser stehen noch. Der russische Nachschub ist unterbrochen. Das Ende von Prag sah auch Sibylle von Prag, die 1658 im Alter von 90 Jahren starb. Sie sagte unter anderem, gelbgraue Staubwolken und schwarze, giftige Schwaden nehmen Mensch und Vieh den Atem. In alten Schriften fand sich von einem Unbekannten ein Vers dazu. Todesstreifen legt der West, von dem Schwarzmeer bis zur Küst, halb so breit wie Bayernland. Alles Leben dort entschwand. Die Antwort der Russen wird aber nicht weniger schrecklich von den Seern vorhergesagt. Sie würden vermutlich eine Atombombe in der hohen Nordsee in ziemlicher Tiefe zünden, die eine erste Flutwelle auslösen und vor allem England schwer treffen wird. Dazu sagte Irlmeier wörtlich, plötzlich wird ein Flugzeug aus dem Osten kommend nach Westen fliegen und über dem großen Wasser etwas fallen lassen. Darauf wird sich das Meer turmhoch erheben und eine enorme Sturzwelle, ein entsetzlich hoher Wasserfall, wird alles überschwemmen. Der größte Teil Englands sowie die meisten Länder an der Atlantik- und Nordseeküste werden von dieser Sturzflut, die sogar bis Berlin reicht, überschwemmt. Während England untergeht und nur noch die englischen Bergspitzen aus dem Wasser ragen, wird sich durch ein gleichzeitiges Erdbeben ein neues Land aus dem Ozean erheben. Dieses Land war schon früher einmal da. Was bedeutet wohl dieser letzte Satz? Ist damit gemeint, dass durch die Erschütterungen Atlantis wieder aufsteigen wird? Man weiß es nicht. Erschreckend ist jedenfalls, dass diese Möglichkeit oder dieses Vorhaben bereits als animiertes Video im russischen Fernsehen gezeigt wird. Allerdings mit einer Unterwasserdrohne, die mit einer Atombombe bestückt ist. Britannien in die пучину российский подводный робот беспилотник Посейдон. Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить доз радиации.
пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то. Gottfried von Werdenberg sah Ähnliches voraus, nämlich, dass die durch russische Nuklearexplosionen in der Adria und später in der Nordsee erzeugten Wasserwellen über 90 Meter hoch sein werden. Sie würden das Meer durchpflügen und sehr schnell dabei noch weiter an Höhe zunehmen. Ihre gewaltige Kraft werde nicht nur London, sondern auch große Teile Südenglands zerstören. Gigantische Wellen würden England, Belgien, Holland, Norddeutschland und Dänemark überfluten. Warum die Adria? Die nuklearen Bomben sollen die Kriegsschiffe zerstören. Tatsächlich geben sich gerade die größten Kriegsschiffe der Welt vor der dalmatinischen Küste Kroatiens sozusagen die Klinke in die Hand. Viele Seher sprechen von einem kosmischen Ereignis, das einer dreitägigen Finsternis vorangeht. Der Krieg sei aber noch nicht richtig zu Ende, da geschehe das kosmische Ereignis, und zwar schon Mitte Oktober oder Anfang November, also schon nach 3 Monaten nach dem russischen Überfall. Ein Himmelskörper, der offenbar schon lange unterwegs ist, eine Art kleiner, schwach leuchtender Stern, kommt der Erde sehr nahe. Ein Autor vermutet, dass er entweder im Licht der Sonne kaum zu erkennen ist oder von der Fachwelt verheimlicht oder heruntergespielt wird, um eine weltweite Panik zu vermeiden. Der Himmelskörper löst erhebliche Turbulenzen aus, Flutwellen, Erdbeben und einen Polsprung bzw. eine Polwende. Die Sonne gehe danach im Westen auf und Mitteleuropa rutsche auf der Erdkruste ein ganzes Stück nach Süden. Ganze Küstenbereiche würden untergehen und neue würden auftauchen. Auch der Himmelskörper selbst werde aus der Bahn geworfen, wodurch möglicherweise sein Schweif dann eine Art Kreuz beschreibe, das kurz danach im Himmel zu sehen sei. Er schlage aber nicht auf der Erde ein. Es scheint, dass der Himmelskörper gerade rechtzeitig kommt, um einen großflächigen Atomkrieg zu verhindern. Was aber, wie gesagt, nicht bedeutet, dass nicht einzelne Atombomben fallen können. Auf jeden Fall passt das zu dem, was auch in der Bibel steht. Sinngemäß heißt es, wenn das Grauen nicht verkürzt wird, dann würde es ganz unerträglich werden und vielleicht kaum jemand überleben. Was der Himmelskörper mit sich führe, an Geröll und anderem, führe nun offenbar zu der dreitägigen Finsternis, die viele vorhergesagt haben. So wird spekuliert. Es soll vielerorts eine kalte Nacht sein, die mit einem Donnerschlag beginnt. Die Außenluft soll während dieser 3 Tage hochgiftig sein, weshalb man im Haus bleiben sollte. Auch sollte man keine Fenster öffnen. Wenn man die Außenluft einatme, würde man einen Krampf bekommen und sterben. Andererseits soll es nach den 3 Tagen gleich wieder strahlend hell sein. Durch diese offenbar eher grobkörnige Staubwolke, deshalb muss man offenbar die Fenster nicht eigens abdichten, sollen mehr Menschen sterben als im gesamten Krieg zuvor. Angeblich wird nur 1/3 der Menschen diese kosmische Katastrophe überleben. Von Tieren ist nur wenig die Rede. An einer Stelle heißt es, sie rufen aus den Ställen, weil sie Wasser oder Futter wollen. Demnach würden sie es zumindest besser als die Menschen verkraften. Auch in aktuellen prophetischen Schriften kann man dazu lesen, dass mächtige Erschütterungen im gesamten Sonnensystem die Planeten und auch den Mond aus ihrer Bahn treten lassen, so dass sie andere Umlaufbahnen um die Sonne oder beim Mond um die Erde einnehmen. Dadurch würde sich vieles ändern. Denken wir an den Tag- und Nachtrhythmus oder an die Gezeiten. Wörtlich steht im Evangelium des vollkommenen Lebens, unmittelbar nach dem Leiden dieser Tage wird die Sonne verfinstert sein und der Mond wird sein Licht verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Kapitel 61, Vers 10. Auch in diesem apokryphen Evangelium werden Sterne genannt, wahrscheinlich Meteoriten, die vom Himmel fallen werden. Es wird auch erwähnt, dass die Meere neue Becken suchen.
Dies wird wohl eher mit einem Polsprung zusammenhängen, der durch dieses kosmische Geschehen ausgelöst werden könnte. Die Erschütterungen würden so stark sein, dass sogar die Berge einstürzten und die Erde dadurch in ihrem Gesamtbild weicher und harmonischer werde. So wie der Materialismus zu Ende geht, werde gleichzeitig eine neue Zeit beginnen, die in den Schriften auch das Friedensreich genannt wird. Die Menschen würden langsam in eine Zeit des Lichtes hineinwachsen und sich immer mehr verfeinern und veredeln. So werde sich auch der Planet verfeinern, denn alles sei miteinander verbunden. So werde sich auch das gesamte Sonnensystem in der Schwingung anheben. Die Erde werde lichtstofflich und vieles werde sich verändern. So ist es in den aktuellen prophetisch empfangenen Schriften, zum Beispiel in dem Werk »Das ist mein Wort« vorhergesagt. Es ist auch vorhergesagt, dass noch einmal eine Zeit kommen wird, in der sich die destruktiven Kräfte ein letztes Mal mit dem Licht messen dürfen, jedoch nur kurz, denn dann sei ihre Zeit endgültig vorbei. Danach wird sich nach und nach alles Grobstoffliche auflösen und umwandeln, denn Gott ist reine feinstoffliche Energie. Diese Zukunftsvisionen werden wohl erst nach sehr langen Zeitperioden eintreten. In diesem Sinne sehen es auch viele Seher voraus. Nach den Katastrophen sollen mehrere Generationen lang ein friedlicher Wiederaufbau folgen. Sibirien würde durch die Klimaverschiebung gutes Ackerland für neue Siedler bieten. In diesem Zusammenhang passt ein Zitat des amerikanischen Hellsehers Edgar Cayce aus dem Jahr 1944. Aus Russland kommt die Hoffnung der Welt. Als eine Freiheit, in der jeder einzelne Mensch für seinen Mitmenschen leben wird. Es wird Jahre dauern, bis es konkrete Formen annimmt, aber aus diesem Russland heraus kommt wieder die Hoffnung der Welt. So sah es vor 1000 Jahren auch der Seher Johannes von Jerusalem. Seine letzten Verse sind sehr tröstend und aufbauend. Er schrieb: Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht, werden die Menschen endlich die Augen geöffnet haben. Sie werden nicht mehr in ihren Köpfen und in ihren Städten gefangen sein. Sie werden von einem Ende der Erde zum anderen sehen und einander verstehen können. Sie werden wissen, das, was den einen schlägt, den anderen verletzt. Die Menschen werden einen einzigen großen Körper bilden, von dem jeder von ihnen ein winziger Teil ist. Gemeinsam werden sie das Herz sein. Und es wird eine Sprache geben, die von allen gesprochen wird. Und so wird es endlich geboren werden, das große Mitgefühl mit allem, was lebt. Sie werden miteinander kommunizieren, denn ihr Geist wird offen sein, dass er alle Botschaften aufnehmen kann. Und Träume werden sie miteinander teilen. Und sie werden so lange leben wie der Älteste unter den Menschen, jener, von dem die heiligen Bücher sprechen. Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht, wird der Mensch den Geist aller Dinge kennen. Den Stein oder das Wasser, den Körper des Tieres oder den Blick eines anderen. Er wird die Geheimnisse durchdringen, welche die alten Götter hüteten. Und er wird ein Tor nach dem anderen aufstoßen zu dem Labyrinth des neuen Lebens. Er wird schaffen, kraftvoll und sprudelnd wie eine Quelle. Er wird alle Menschen das Wissen lehren. Und die Kinder werden die Erde und den Himmel besser kennen als irgendjemand vor ihnen. Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht, wird es für den Menschen eine zweite Geburt geben. Der Geist wird sich der Masse der Menschen bemächtigen, die eins sind in der Brüderlichkeit. Dann wird das Ende der Zeiten der Barbarei verkündet. Es wird die Zeit einer neuen Stärke im Glauben sein. Nach den schwarzen Tagen am Beginn des Jahrtausends, das nach dem Jahrtausend kommt, werden die glücklichen Tage beginnen. Der Mensch wird den Weg der Menschen wieder finden und die Erde wird ihre Ordnung wieder haben. Die Wälder werden wieder dicht sein und die Wüsten werden bewässert werden. Die Wasser werden wieder rein sein. Die Erde wird wie ein Garten sein. Der Mensch wird auf alles achten, was lebt. Er wird reinigen,
was er beschmutzt hat. Er wird die gesamte Erde als seine Heimat ansehen und er wird mit Weisheit an das Morgen denken. Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht, wird jeder sein wie ein gleichmäßiger Schritt. Man wird alles über die Welt und seinen Körper wissen. Krankheiten werden geheilt werden, bevor sie auftreten. Jeder wird sein eigener Heiler und der anderen sein. Man wird verstanden haben, dass man helfen muss, um aufrechtzuerhalten. Und der Mensch wird nach den Zeiten der Verschlossenheit und des Geizes sein Herz und seine Börse den Besitzlosen öffnen. Er wird sich als Hüter der menschlichen Ordnung verstehen und so wird endlich eine neue Zeit anbrechen. Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht, wird der Mensch gelernt haben zu geben und zu teilen. Die bitteren Tage der Einsamkeit werden vorbei sein. Er wird von Neuem an den Geist glauben. Und die Verstoßenen werden von allen anerkannt werden. Doch das wird nach den Kriegen und Feuersbrünsten geschehen. Es wird aus den verkohlten Trümmern der Türme von Babel erstehen. Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht, wird der Mensch wissen, dass alle Lebewesen Träger des Lichtes sind und dass sie Geschöpfe sind, die Respekt verlangen. Er wird sich erinnern an das, was einst war. Und er wird zu deuten wissen, was sein wird. Er wird keine Angst mehr haben vor seinem eigenen Tod. Denn er wird mehrere Leben in seinem Leben gelebt haben. Und er wird wissen, dass das Licht niemals erlöschen wird.